Schluck Wasser ab. Trink kurz zwischendurch einen Schluck Wasser. Drehe ich den Kopf zur Seite und vor allen Dingen marschiere ich jetzt zur Hand, die mich gegriffen hat und übernehme den Griff. Das heißt, meine rechte Hand greift jetzt links, kann loslassen und ich lege die Hand so auf, dass jetzt meine Handinnenkante auf der Jacke aufliegt, also Zeigefinger, Daumenseite. Also nochmal, sichern, Handballenschlag, übernehmen. Ich greife jetzt den Handrücken der Hand, die mich gegriffen hat. Kann sein, dass ich erstmal so drauf greife und dann meinen Daumenzeigefinger gegen den Oberkörper drehe. Und jetzt dreht mein ganzer Oberkörper zurück und ich halte die Hand an meinem Körper, sodass ich im Grunde einen Handseithebel erzeuge an meinem Gegner. Jetzt drehe ich meine Hand nach oben, nehme die Hand des Angreifers mit, bis in diese Position. Und die Jacke hat einen V-Ausschnitt und ich lege meinen Daumen und meinen Zeigefinger auf diesen V-Ausschnitt. Beziehungsweise den Daumen und den Zeigefinger des Angreifers bringe ich in diese Position und kann hieraus dann mit Druck meines Oberkörpers den Hebel verstärken. Okay. Nochmal bis hierhin. Also, 1, sichern. 2, Handballenschlag. 3, übernehmen. 4, rückdrehen. Oberkörper nach vorne. Und bei der Rückdrehbewegung kommt jetzt noch dazu, dass ich mein rechtes Bein zurücksetze. Kann in die Hebelposition gehen. Jetzt nehme ich meine Hand nach vorne. Ja, also angenommen, ich schaffe es, den Griff zu lösen, bringe den Angreifer in Position und setze jetzt noch mit einem Fußtritt vorwärts in die Seite, unter die Achsel nach und dann sind wir durch. So, einmal hier. Also, stehe neutral, sichern, Handballen, umfassen. Hand drückt an den Oberkörper, ich drehe zurück mit Schritt zurück. Bring die Hand nach vorne. Und beende mit Mal gehen. Jetzt kann ich vorne absetzen. Noch einmal. 1, 2, 3, 4. Hand dreht nach oben und nach vorne. Mal gehen beendet. Was macht jetzt die linke Hand während der ganzen Aktion? Eben hing sie hier ganz tatenlos an der Seite runter. Ich kann natürlich den Griff unterstützen oder ich kann einfach hier einen möglichen V-Schluss vorbereiten, indem ich die Hand an der Seite schön gespannt halte. Wenn ich den Griff unterstütze, dann greift meine rechte Hand in die Hand des Angreifers, meine linke Hand greift den Unterarm und ich habe hier dann Unterarm und Hand im Griff und kann hier auch nochmal zusätzlich Beugung des Handgelenks bzw. den Handseithebel, der dann entsteht, unterstützen. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie die lange Nase bei Pippi Langstrumpf. Wichtig ist aber diese Hand und dann folgt der Mai gehen. Fassen. Gut. 5 Wiederholungen gegen den Griff der rechten Hand. 1. 2,
drei, nach vorne und vier. Und neutraler Start. Und wieder. Eins, zwei, drei, nach vorne drehen, rechts zurück. Finger bilden ein V, Daumen und Zeigefinger zeigen nach oben. Jetzt geht die Hand nach vorne und der Maigiri folgt. Dritter Durchgang. Eins, zwei, drei, Schritt zurück und Kick. Vier, eins, zwei, drei, vier. Und letzter Durchgang. Eins, zwei, zurückdrehen, Schritt zurück, lösen und mal gehen. Linke Hand greift. Sichern mit rechts. Handballenschlag links ans Kinn. Umgreifen. Jetzt ist meine linke Hand am Körper. Ich gehe jetzt links zurück. Drehe meine Hand nach oben, dass das V aus Zeigefinger und Daumen nach oben zeigt. Entsprechend des Revers. Kann mit der anderen Hand mitarbeiten. Dann lösen nach vorne und Maigiri links. Vorne ab. Und nochmal. Sichern rechts. Handballenschlag links. Nachfassen. Gegendrehen. Linkes Bein geht zurück. Lösen. Und mal gehen. Okay. So. Dritter Durchgang. Eins, zwei, drei. Schritt zurück. Vier. Und Kick. Noch zweimal. Eins, zwei. Nachfassen. Gegendrehen. Lösen. Mein Gehen. Letztes Mal. Am Körper eng arbeiten. Lösen. Schritt zurück, nicht vergessen. Okay, und allerletztes Mal. Eins, zwei, drei. Hier kann ich mit dem Oberkörper nochmal gegenarbeiten, um den Hebel zu unterstützen, das Lösen zu unterstützen. Der Mein Gehen schafft mir wieder Distanz. So, und jetzt gehen wir weiter. Der Angreifer macht jetzt eine Kombination aus zwei Faustschlägen. Und wir beginnen jetzt mit folgender Kombination. Also der Angreifer kommt mit einer linken Geraden und folgt mit derselben Hand mit einem linken Schwinger. Also linke Gerade, linker Schwinger. Linke Gerade, linker Schwinger. Was wir jetzt machen, wir nehmen die linke gerade mit der rechten Hand an und patschen im Grunde so auf die Hand. Das heißt, als erstes vergrößere ich die Distanz, dass der Angriff schon mal nicht trifft und nehme die flache Hand. Im Boxerischen würde ich, wenn ich Handschuhe trage, dann hier einen Stop versuchen, aber ich komme jetzt ein bisschen mehr von außen und fege mit einer kleinen Bewegung einwärts. Boom. Dann folgt er mit derselben Hand mit dem Schwinger. Ja klar, ich greife an, meine Hand wird jetzt nach innen wegpariert und ich folge dem Schwung und mache daraus meinen Schwinger. Das heißt, boom, meine Hand wegpariert und ich mache den Schwinger. Das ist die Situation. Für den Verteidiger sieht es jetzt so aus, ich pariere den ersten Schlag, jetzt kommt der Schwinger und ich unterlaufe jetzt die Distanz, gehe nach vorne und visiere mit meinem Ellenbogen die Schulter an. Versuche genau hier in die Ecke zu kommen, ins Schultergelenk rein. Die andere Hand bleibt hoch als Schutzhand, weil wenn der Arm irgendwie an der Schulter gestoppt wird, kann natürlich sein, dass der Rest weiterläuft. Deswegen mache ich hier Schulter, stopp mit meinem Ellenbogen und habe meine andere Hand als Schutzhand hoch. So, nochmal bis hierher. Also, linke gerade, linker Schwinger kommen. Ich mache 1, 2. 1, 2. Bei 1 gehe ich ein bisschen zurück, bei 2 unterlaufe ich die Distanz. 1, 2. Noch zweimal. 1, 2. Und 1, 2. Der Angreifer kommt jetzt mit einer rechten Geraden und folgt mit einem rechten Schwinger. Ich wechsle jetzt komplett die Auslage, dann haben wir es nämlich gespielt. Das heißt, ich gehe ein Stück zurück, fege mit der linken Hand
Und jetzt unterlaufe ich die Distanz und gehe mit dem rechten Ellenbogen auf die rechte Schulter. Meine linke Hand ist wieder hoch als Schutzhand, um den Arm dann vielleicht auch zu greifen. Also nochmal. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Noch zweimal. Eins, zwei. Und drittes Mal. Eins, zwei. Okay. Eine andere typische Kombination ist, der Angreifer kommt mit der linken Geraden und folgt dann mit dem Schwinger rechts. Und wir machen im Grunde jetzt genau das Gleiche, nur wir haben den Seitenwechsel drin. Das heißt, ich stehe wieder in meiner Linksauslage, auf den Jab, auf die erste Faust mache ich es gleich. Ich gehe ein Stück zurück und fege mit der rechten Hand. Die rechte Hand ist weiter in Aktion, weil jetzt kommt der Schwinger und ich mache einen Schritt nach vorne und unterlaufe den Schwinger und gehe mit dem Ellbogen auf die Schulter. Noch einmal. Ein Schritt nach vorne, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Noch zweimal. Eins, zwei. Und eins, zwei. Ich wechsle die Auslage in der gespiegelten Situation. Das heißt, es kommt die rechte Gerade gegen der linken Hand. Jetzt macht die linke Hand weiter. Ich mache links einen Schritt nach vorne und gehe mit dem linken Ellenbogen zur Schulter. Wegen links, Ellenbogen, Staub links. Wegen links, Staub mit dem Ellenbogen an der Schulter links. Nochmal. Eins, zwei, noch zweimal. Eins, zwei und eins, zwei. Okay, super. So, im Grunde haben wir jetzt immer das gleiche Konzept und vier verschiedene Situationen, nämlich links, links, rechts, rechts, links, rechts und rechts, links. Sind wir da jetzt einmal angekommen, geht es noch weiter. Erste Situation, der Angreifer kommt links, links. Das heißt, ich pariere mit rechts, mein linker Ellenbogen stoppt die Schulter. Jetzt leitet mein linker Unterarm den angreifenden Arm nach unten weiter. Ich folge mit einem Körperhaken rechts. Der Arm wird auf die Seite geschaufelt, Körperhaken rechts zur jetzt offenen Seite. Von hier aus greife ich von hinten den Kopf des Angreifers, mache nochmal rechts einen Schritt nach vorne und ziehe den Kopf jetzt links an mir vorbei. Ja, das sieht jetzt ein bisschen aus wie bei Dragon Ball. Wenn ich jetzt den Angreifer umrunde, Schritt rechts nach vorne, Kopf nach links ziehe, geht mein linkes Knie hoch und begrüßt den Kopf an dieser Stelle. Boom, und ich kann jetzt hier weiter. Nochmal den letzten Teil. Also, ich habe alles vorher gemacht. Greife den Kopf von hinten. Bring den Kopf mit Schritt nach vorne zu meiner linken Seite, bring das linke Knie hoch und setze mein Bein dann in der Rotation folgend wieder ab. So, einmal in dieser Ansicht. Also ich habe rechts biegt, links stoppt die Schulter. Links leitet nach unten weiter, Körperhaken rechts. Jetzt greife ich den Kopf, gehe rechts nach vorne, Knie links und absetzen. Okay, bis hier. Nochmal. Eins, zwei. Nach unten weiterleiten, drei. Körperhaken vier. Jetzt ändere ich die Auslage, indem ich einen Schritt nach vorne mache und mir den Kopf schnappe. Und da generiere ich jetzt die Energie für meine Drehung. Also ich mache den Schritt in die Drehung rein und führe den Kopf auf mein Knie. Ich starte jetzt nur so rum. Nochmal genau das Gleiche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und absetzen. Gut. Machen wir noch zweimal mit meinem Blick in die Richtung und zweimal mit meinem Blick in die Richtung. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, stehen. Eins, zwei, ja, zurück und vor. Dann nach unten weiterleiten, drei, vier, fassen, fünf, sechs und stehen. Letztes Mal, eins, zwei, drei, vier, 5, 6.
das gleiche mit gewechselter Auslage, also genau gespiegelt. Ich stehe rechts vorne, der Angreifer kommt jetzt mit rechter geradem rechten Schwinger und ich fege mit der linken Hand, einer leichten Rückwärtsbewegung, gehe dann mit dem rechten Ellenbogen vor. Stimmt das? Links, rechts. Natürlich, so haben wir es eben auf der anderen Seite auch gemacht. Rechts, links. Jetzt links, rechts. Ich leite mit rechts den Arm nach unten weiter, mache einen Körperhaken links. Fasse jetzt den Kopf, mache links einen Schritt nach vorne und ziehe den Kopf jetzt nach rechts unten. Und mein rechtes Knie kommt im Gegenzug hoch. Hier sieht man es. Boom. Und dann folge ich der Drehung, um das Bein nach hinten ab. So. Rechtes vorne. Eins, zwei, drei, vier. Kopf fassen. Jetzt links einen Schritt nach vorne. Fünf, sechs. Und absetzen. Okay. Ich starte wieder hier. Rechtes Bein ist vorne. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, ab. Rechtes Bein ist vorne. 1, 2. Nach unten weiterleiten. 3, 4. Kopf fassen. 5, 6 und nach hinten absetzen. Rechtes Bein ist vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und stehen. Wieder rechts vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und stehen. Okay, damit haben wir jetzt die ersten beiden Varianten bearbeitet, nämlich der Angreifer kommt links, links oder der Angreifer kommt rechts, rechts. Wobei es jetzt für die Kombination gar keine Rolle spielt, ob er in Linksauslage steht oder in Rechtsauslage. Dann kommt als nächstes die Kombination linke gerade, rechter Schwinger. Und das heißt für mich, ich nehme den ersten Jab mit meiner rechten Hand an, gehe dann diagonal nach vorne mit meinem rechten Bein und der Ellbogen rechts geht zur Schulter rechts. Das heißt, die Defensive ist jetzt komplett in der rechten Hand. Nochmal von hier, also 1, 2. Ja, und der Schluss, wie es jetzt weitergeht, bleibt dann ja genau der gleiche. Weiterleiten, Körperhaken, Kopf fassen, Schritt, Knie. Und absetzen. Nochmal, ich stehe links vorne, rechts, jetzt Schritt nach vorne, Ellbogen rechts. Weiterleiten, Körperhaken, Kopf fassen, Knie und abstellen. So, die Richtung nochmal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und stehen. Noch einmal in die Richtung und dann nochmal in die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5. 6, nochmal in die Richtung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und damit wir es komplett haben, das Ganze jetzt gespiegelt, das heißt der Angreifer kommt mit einer rechten Geraden und einem linken Schwinger. Ich starte auch schon in der Rechtsauslage und jetzt ist alles in der linken Hand, das heißt den ersten Schlag pariere ich wieder mit der linken Hand, gehe dann mit dem linken Ellbogen und einen Schritt nach vorne. Links leitet von unten weiter, Körperhaken rechts. Jetzt kommt Kopf fassen, Schritt rechts nach vorne und ich ziehe den Kopf jetzt zur linken Seite, linkes Knie kommt entgegen. Boom. Und der Drehung folgen, absetzen. So, rechtes Bein ist vorne. Links pariert als erstes. Eins, dann Ellbogen links auf die Schulter. Links weiterleiten, Körperhaken, Kopf fassen, Knie links. Und ich stehe wieder rechts vorne. Und nochmal. Links, Schritt nach vorne, links. Körperhaken rechts, Kopf fassen, Schritt rechts nach vorne, boom, Knie links. Und nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, 3, 4, 5, 6. Noch zweimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Rutschig. Gut.